Die Harrisons sind sich zu 100% sicher. Durch die Ansagen von Oliver Pocher geht es der schwangeren Sarah nicht gut. Olli selber reagiert gelassener als Amira, denn sie kann es nicht fassen, dass Dominik plötzlich sowas öffentlich sagt. Interessant ist, dass sie anscheinend hinter den Kulissen vieles geklärt haben sollen. Doch die Ansage von Sarahs Ehemann hat alles verändert. In ihrem Livestream feuert nun Amira zurück. Ich hab die Deals gehabt. Es kam von mir, weil mir haben diese Firmen die Sachen zugeschickt, damit ich für die Werbung mache. Und den habe ich aber allen abgesagt. Jetzt liegt das halt alles hier. Ich habe kistenweise das ganze Zeug hier. Und Olli natürlich, ja, geil. Kann alles super verwenden jetzt. Ne? Ja, genau. Ich habe immer gesagt, so wie bei Requisite. Sag mal, hast du nicht auch, sag mal, das eine Logo kenne ich doch. Hast du das nicht auch bekommen? Ja, alles hier. Ja, habe ich auch eine Kiste bekommen. Ich habe auch die Tees hier. Ich habe die kistenweise hier. Ich habe die ganzen Cremes. Ich habe die ganzen Leggings. Ich habe alles da. Also eins muss ich sagen. Ich finde es wenigstens gut, dass wenigstens deine Frau auf meiner Seite ist, was das betrifft. Das ist mir sehr sympathisch. Ja, doch. Größtenteils schon. Und muss ich sagen, auch mal sie war auf meiner Seite. Sagen, dass ich jeden Tag hier versuche, Sachen auszubremsen. Ja, Amira ist immer wirklich noch die Zensurbehörde. Ja, die Zensurbehörde ist gut. Aber das Handy ist am Ende bei mir und ja, dann sage ich, ja, gut, finde ich gut, habe ich jetzt gehört. Und weiter geht's. Also am Ende ist es aber heute zum Beispiel, dürfte ich auch mal sagen, bei den Harrisons hast du gesagt, so, jetzt erzählst du mal bitte die ganze Geschichte. Genau, das sage ich gesagt, ganz offen. Jetzt erzählst du mal bitte. Ich habe gesagt, mach unseren Standpunkt klar, weil dann ging es schon los. Ich habe gesagt, das ist ein gefährliches Thema. Wenn Dominik jetzt streut, dass Olli verantwortlich ist, dass Sarah so dreckig geht, das ist eine richtig, richtig üble Nummer. Und das fand ich echt nicht okay. Vor allem, weil ich persönlich mit Dominik gesprochen habe und ihm geholfen habe, fand ich das halt einfach nicht fair uns gegenüber. Und darum habe ich Olli darum gebeten, das klarzustellen, weil das kann echt übel ausgehen. Solche Anschuldigungen. Aber ich glaube, dass das auch bei Ihnen so voll die emotionale Sache ist. Ich glaube auch, dass die auch Sachen daraus holen, was sie dann im Nachhinein sich halt überlegen. Ich habe es auch vom Farid Bang gesehen, klar. Schwangere Frauen, denen geht's nicht gut. Ich glaube schon, dass sie sich da voll den Kopf macht und dass die ganzen Hate-Nachrichten kommen und dass sie dann halt, dass es ihr dann noch schlechter geht. Klar, das ist natürlich Auslegungssache. Ich wünsche keinem, dass er dann so einen Ruf bekommt, dass er jetzt daran schuld ist, dass das ungeborene Kind. Weißt du, was ich meine? So, das wünscht man niemandem. Ich glaube auch nicht, dass das den Sinn. Weißt du, sie macht seit 7 Jahren macht sie YouTube. Sie teilt ihr komplettes Leben. Alles. Skrupellos. Alles. Ich weiß, ich kenne die beiden. Wir machen das zusammen. Ich habe sie auch schon persönlich kennengelernt. Ich mag sie. Ich mag Dominik. Ich mag sie voll, ja. Ich bin immer friedsam. Aber dann kannst du mir auch nicht erzählen, dass du nach 7 Jahren YouTube mit 2 Millionen Follower nicht öfter mal irgendwie doofe Nachrichten gekriegt hast. Und das einfach blame it on him, finde ich halt einfach nicht fair. Vor allem, weil wir das auch intern geklärt haben und er musste dann einfach dieses Video machen. Aber egal. Es ist auch, wir drehen uns alle im Kreis. Nee, wir haben es jetzt gehört. Fakt ist, ich bin die Zensurpolizei. Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Nur alles kann ich nicht verhindern, weil er ist ein erwachsener Mann, der sein eigenes Handy hat und seinen eigenen Instagram-Account. Doch. Michael. Doch. Ja, nimm ihm das, das am besten mal weg, wenn er wieder ein bisschen übertreibt. So. Ja. Ja. UFC, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Wenn es richtig auf die Fresse gibt, in Las Vegas oder so, da komme ich auf jeden Fall mal hin. Dir alles Gute, vielen Dank. Gute. Bleib gesund. Und vielleicht gibt es einmal ein Pocher vs. Smolik. Ja, mal schauen. Das schauen wir mal. Bleib gesund, alles Gute. Ciao. Ne? Tschüss, ciao. So, Arafat soll online sein. Bist du dir sicher, hat das jemand geschrieben? Ja, haben mir einige geschrieben. Ich gucke jetzt einfach mal. Ist das nicht der, mit dem er jetzt Bushido Stress hat? Ja, einfach jetzt nichts groß weiter erzählen. Ich habe Angst, bitte nicht, dann krieg ich Probleme. Wie findet ihr das Statement von Amira? Und auf wessen Seite seid ihr? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.